Wir brauchen 3 Sekunden, ne? Für einen Schuss. Das ist halt nicht besonders schnell. Ich muss ein bisschen trainieren. Voll in den Bart. Hallo und herzlich willkommen zu Arc Genesis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute wieder unterwegs mit unserer lieben Katze, der Katniss. Und wir sind immer noch im gefährlichen Rockwell-Biom hier unterwegs, also in der im zweiten Ring praktisch. Und ich habe hier eine Gegend gefunden, die super spannend ist. Hier gibt es total viele Tiere, die es an anderen Orten nicht gibt. Einige sehr interessante Tiere. Das werden wir dann gleich nochmal genauer untersuchen. Wir sind hier ziemlich weit im Süden und ja, ganz drüben im Westen der Map. Und man sieht hier auf den ersten Blick, das ist ein bisschen... Sieht anders aus als sonst auf der Map, ne? Da ist auch irgendwo so ein... Da ist ein T-Rex. Ich habe den Schwanz gesehen. da waren auch Seeker unterwegs. Also auf jeden Fall eine sehr ulkige Zone hier. Sieht so ein bisschen sumpfig aus, ist aber nicht das klassische Sumpfgebiet. Da müssen wir gleich mal runtergucken und uns das alles genau anschauen. Es gibt aber auch wieder Neuigkeiten aus der Welt von Ark. Und zwar wurde jetzt das zweite neue Tier, was kommen soll, announced. Und wer hätte es geglaubt? Es ist ein Riesenaffe. Ich blende euch mal das Bild ein. Das Tier heißt Dinopithecus, ist scheinbar auch riesengroß wie die Gigantopithecus. Und wie das jetzt mit den neu dazukommenden Tieren meistens ist, ist es ziemlich stark. Scheinbar hat diverse Fähigkeiten, wirft natürlich auch wieder mit Exkrementen, so wie sich das für Affen hier gehört. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Kann aber alternativ auch mit Granaten werfen oder einer Mischung aus beidem. Was die ArcDevs hier als explosive Diarrhoe bezeichnen. Das ist mal wieder der ArcDev-Humor. Und die Tiere kommen eben zusammen mit den neuen Carcharodontosaurus. Das sind ja die großen Sauropoden, die kommen sollen. Die mit den verrückten Spikes, in denen sie irgendwie Wärme oder Kälte speichern können, wenn ihr euch erinnert. Die hatten wir ja im letzten News-Special mit drin. Und die kommen eben beide auf der neuen Lost Island Ark Map, sobald die Map dann wirklich rauskommt. Im Moment gibt es die Map noch als Mod, also als Modded Map, so wie die meisten DLC-Maps. Kann man die sich jetzt auch schon als Modded Map anschauen vorher. Aber als DLC-Map wird sie dann erst noch kommen und dann mit den beiden neuen Tieren. Also bin ich auf jeden Fall super gespannt drauf. Die werden wir uns dann sofort zähmen, sobald es die gibt. Da freue ich mich drauf. Und ja, es gibt einen neuen Dinosaurier und ein neues Säugetier. Ein riesiges neues Säugetier. Die kann man natürlich auch reiten, ist ja klar. Wir sind ja hier in Ark unterwegs. Und beim Reiten hält man sich wohl irgendwie am Schwanz fest. Das heißt, man braucht keinen Sattel für die Tiere. Klingt alles sehr interessant. Wir starten jetzt erstmal in die Welt von Genesis 2. Da ist ein Blutsauger unterwegs. Ja. Wie gesagt, eine sehr interessante Gegend. Wir schauen jetzt einfach mal, was wir finden. Und 112er Teresino. Und der Rex ist nur 72, die nehmen den komplett auseinander. Der hat keine Chance. Teresino? Ziemlich viele Teresinos. Hier gibt's Blutsauger. Da ist ein Baum gespawnt. Was war denn das in der Luft gerade? Seeker gibt's auch. Da ist einer unterwegs. Oh, oh. Oh, du. Nicht gut. Ein 104er Rex und das ist ein 40er Managam, hör? Die machen wir weg, oder? Friss ihn auf. Ja, haut ab. Sind es mehrere? Was ist das? Das ist ein 108er. Der hat uns auch angegriffen, ne? Die sind crazy. Haben wir den so geslowt, dass der in der Luft so langsam unterwegs ist? Oder ist der komisch? Ich glaube, der ist komisch, oder? Seeker. 72er Seeker. T-Rex, nichts wie weg. Er kommt zurück. Der kann springen. Nichts wie weg. Die Tiere sind eigentlich ziemlich gut vergleichbar mit den Katzen, ne? Wenn wir uns zurückerinnern, in Extinction kamen die dann irgendwann raus und wurden dann, glaube ich, auch ziemlich zeitnah schon wieder genervt, weil sie einfach viel zu schnell und viel zu stark waren. Die wurden, glaube ich, 2 oder 3 Mal sogar genervt. Und im Prinzip sind die sehr gut mit den Katzen vergleichbar. Einfach, weil sie ganz ähnliche Fähigkeiten haben. Wollen wir den zähmen? Wir zähmen den jetzt, oder? Oh, oh. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Wir brauchen das Netz auf jeden Fall. Habe ich noch eins dabei? Netzkanone?
Ich finde sie nicht. Seht ihr sie? Da ist sie. Okay. Wir haben ein Netz, ne? Ich glaube, wir haben nur noch eins. Wo ist er? Ist hinter uns. Da ist er. Gewappt. Oh, das ist so cheaty. Wir haben noch ein Netz. Wir haben noch eins. Peaks. Jetzt steht er. Okay. Super Buggy. Also er konnte mit dem Netz aufstehen. Ich wollte mir ganz gerne gewappt am Boden anschauen. Das wäre super witzig gewesen. Oh, oh, wir haben nur noch 45 Sekunden. Das wird knapp. 40. Wir brauchen 3 Sekunden, ne? Für einen Schuss. Das ist halt nicht besonders schnell. Ich muss ein bisschen trainieren. Voll in den Bart. Okay. Halbe Minute noch. Oh, das ist so cheaty. Wenn wir uns zurückerinnern, wie schwierig das war, die Tiere zu zähmen. Also, das war ja wirklich brutal schwer, die in den Käfig reinzubekommen, wenn die so durch die Gegend gedasht sind. Und? Peaks, gute Nacht. Okay, da liegt er wieder. Das war nur ein kurzer Moment, wo er aufgestanden ist. Jetzt müssen wir ihn beschützen. Das ist die nächste Stufe. Vor den T-Rexen beschützen. Wir könnten auch den 104er T-Rex mitnehmen. Aber das ist kein R-Rex. Ich weiß aber nicht, ob es R-Rexe gibt, ne? Die sind ja relativ groß und schwer. Okay. Genau, ich spreche natürlich von den R-Rexen und nicht den fliegenden Rexen. Aber ich glaube, es gibt keine speziellen Varianten von den Tieren. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte gern so eine Rex mit einer coolen Zeichnung. Genau, also wir haben jetzt so ein Managamia. Die gab es zuerst mit Extinction. Und da waren die ja super, super stark. Wurden, wie gesagt, ein paar Mal genervt. Hatten auch so einen Dash, genau wie die Katzen. Ich glaube sogar, dass die Katzen jetzt genauso weit springen können wie die Managamia, ne? Ich glaube, das ist ähnlich. Die springen, glaube ich, sogar weiter. Können wir ja gleich ausprobieren. Also, im Prinzip wurden die damals komplett weggenervt und wurden jetzt durch die Katzen ersetzt. Das ist halt Power Creep, ne? Die Katzen können halt noch viel, viel mehr, als die Managamia damals konnten. Die Managamia haben ihren Sprung, die haben ihren Strahl, die können ein bisschen beißen und so. Und das war's dann eigentlich soweit, ne? Glaube ich. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Hatten wir schon lange nicht mehr gezähmt. Und die Katzen können das im Prinzip auch. Die haben den Strahl nicht und die können halt unglaublich weit springen. Die haben zusätzlich noch unglaublich viel Rüstung, haben zusätzlich unglaublich viel Hitpoints und sind halt einfach unglaublich stark. Die sind überhaupt nicht vergleichbar, ne? Die haben, glaube ich, auch mehr Gewicht. Die sind allgemein einfach eine Ecke stärker als die Managamia. Also wurden praktisch damals die Managamia deutlich genervt und jetzt zwei DLCs später kamen Katzen, die noch viel krasser drauf sind als diese armen kleinen Managamia. Also die Tiere werden merklich stärker mit jedem DLC, das merkt man wirklich deutlich. Okay, jetzt muss der natürlich noch ein bisschen was fressen. Ich denke, wir geben dem einfach Raw Mutton, das ist ja das, was die am liebsten mögen. Wie viel Hunger hat er denn? Oh, der hat ja schon mega viel Hunger. Ich rede hier die ganze Zeit. Wir müssen den füttern. Oh oh. Bam! Accept! Ist ein Weibchen. Wie nennen wir dich? Ich weiß es nicht. Sie hat alles aufgegessen. Wir brauchen einen Namen. Und wir brauchen einen Sattel. Also die muss man satteln. Das heißt, wir gehen jetzt, glaube ich, direkt mal nach Hause. Und satteln sie. Oh, du hast einen kalten Atem, ne? Die sehen total cool aus. Frosty. Ich glaube, du heißt Frosty. Frosty, unser Managamia. Die hat eine ziemlich frostige Zeichnung auf jeden Fall. Und die hat einen kalten Atem. So, eingesackt. Jetzt muss sie nur noch gesattelt werden. Okay. Dann gehen wir jetzt gemütlich nach Hause. Wenn wir noch einen 120er Rex finden, dann nehmen wir den vielleicht noch mit, ne? Wir haben noch ein ganzes Stück nach Hause. Ich laufe jetzt einfach in Richtung Mitte der Map und dann gehen wir durch die Sümpfe zurück. Bloodstalker. Nee, einen Bloodstalker zählen wir nicht. Da habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Die sind ziemlich gefährlich, ne? Wenn uns der Bloodsucker hier vom Mount reißt und der T-Rex auffrisst, dann hätten wir ein Problem. Boah, es gewittert. Also die Biome hier sind auch super spannend. Ich bin hier teilweise auch richtig hoch in die Berge hochgeklettert. Das geht. Der muss weg. Mann, der Gamir. Da ist noch einer. Nicht. 40er.
Also man kann hier teilweise auch richtig hoch in die Berge reingehen und da ist es aber nicht besonders spannend. Also da gibt es nicht viel zu holen. Ich hatte gehofft, dass es da irgendwie viel Metall gibt oder so. Gibt es aber nicht wirklich. Also nicht so spannend. Oh, wir werden jetzt von den ganzen Drachen verfolgt. Oh, das sind ziemlich viele. Hilfe! Mach sie weg! Ich glaube, wir haben so viel Rüstung, dass uns dieser Energiestrahl von dem Managami überhaupt nichts tut. Was ist denn los mit euch? Okay. Die sind total buggy. Erwischt! Two-Hit! Nee, wie sagt man? Double Kill! Oh je. Ja, also die sind ziemlich verbuggt, wenn sie den Katzen-Debuff kriegen. Den Katzen-Slow. Wenn die nämlich in der Luft geslowt sind, dann stehen die in der Luft, ne? Haben wir jetzt ein paar Mal gesehen. Da oben ist er jetzt halt darunter. Die stehen so lange in der Luft, bis der Debuff ausläuft und dann fallen sie wieder runter, scheinbar. Sehr witzig. Okay. Dann fressen wir den jetzt auf, ne? Und bam! One Hit. Und ansonsten gibt es jetzt nicht so viel Spannendes, oder? Was ist denn das? Irgendwer frisst da eine Motte, ne? Sieht irgendwie aus wie ein Deinonychus oder so. Oh, das sind Katzen. Shadowmanes. Nee, das ist wieder nur eine Garmel. Da sind wir auch schon wieder zu Hause mit unseren drei Neulingen: Mentees, Arnold und Frosty. Die müssen jetzt alle drei gesattelt werden. Und Mentees braucht noch so ein bisschen Equipment, ne? Da müssen wir uns drum kümmern. Gehen wir mal kurz hier runter und craften das Ganze dann mal. Ich nehme jetzt sogar den richtigen Weg hier runter. Ausnahmsweise. Und dann brauchen wir jetzt erstmal einen Sattel für Mentees. Das heißt, wir brauchen einen Mentees-Sattel. Moment mal. Wir könnten ja mal gucken, ob wir nicht sowieso schon sowas rumliegen haben, ne? Wir haben auch gerade wieder jede Menge Sättel gefunden. Aber ganz abgesehen davon haben wir auch eine Sattelbox. Da gucke ich immer gar nicht rein. Da sind teilweise ziemlich gute Sachen drin. Schauen wir mal. Cookie Cookie. Mentees. Wir haben tatsächlich schon Lymantria-Sättel. Na toll. Und haben wir vielleicht ein Aloe? Nein. Haben wir einen Mana? Nein. Okay. Hätte ja sein können. Wir haben eine ganze Kiste voll Zeug. Aber das sind alles Sättel, die nicht auf unsere Tiere passen. Nächster Versuch. Mana? Garmer. Okay. Chitin, Fasern und Leder. Außerdem noch einen Mentis. Mentis-Sattel? Manta. Nee, wir wollen Mentis. Und ein Alu-Sattel. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Sattel. Inventar. Okay. Bam, bam, bam. Oh, wir haben nicht alles. Wir brauchen ja noch eine, beziehungsweise zwei, glaube ich, Spitzhacken, ne? Für die Mentis. Da schauen wir mal, was wir hier rumliegen haben. Auch da haben wir ziemlich coole Sachen eigentlich. Dann nehmen wir einfach das Ding und am besten irgendwas, was nicht ganz so teuer zum Reparieren ist, ne? Weil die Mentis, die glaube ich ziemlich schnell zerlegen. Nehmen wir mal die beiden einfach. Und dann gehen wir da hoch. Ach, geht nicht mehr. Das ist jetzt zu. Müssen wir den Weg nehmen, ne? Dauert einen Moment. Genau, dann können wir mit der Mentis auch die wirklich wertvollen Ressourcen farmen. Ich denke, dass die Mentis möglicherweise die beste Lösung ist, um die Element-Vorkommen draußen im All abzufarmen. Weil da bekommt man definitiv am meisten, wenn man die mit der Spitzhacke abbaut. Und die Mentis bekommen ja noch ein bisschen mehr als ich, ne? Die braucht, glaube ich, nur eine. Aber es ist gut, wenn man Ersatz dabei hat, weil die halten, wie gesagt, nicht lang. Mentis. Sattel. Und bam. Okay, genau. Die ist jetzt equipped. Die kann halt nicht viel tragen. Das heißt, die ist jetzt schon überladen. Man braucht also immer irgendein Tier, in dem man dann auch die Ressourcen lagern kann. Weil die Mentis können halt nicht viel davon tragen. Gehen wir mal auf 3000 wenigstens, ne? Die haben echt nicht viele Hitpoints, die Mentis. Und Mentis hat auch nicht viele Hitpoints. Yeah. Die sind so witzig. Ich finde die so genial, die Tiere. Die müssten wir eigentlich viel öfter zähmen. Genau. Anosaurus kriegt auch einen Sattel. Der Arnold-Sattel. Bam.
Und natürlich unser Managami. Bam. Ja, und dann müssten wir die theoretisch direkt mal so ein bisschen ausreiten. Aber ich bin schon wieder überladen. Ne? Das müssen wir dann machen, wenn ich entladen bin. Einmal alles ausladen. Jede Menge Zeug wieder gefunden. Ich habe ein paar Loots wieder gemacht. Nichts super Spannendes gefunden, ehrlich gesagt. Keine Tech-Sachen oder sowas. Ich kann euch auch direkt mal meine Tentakelfarben vorstellen. Wir haben ja gemeinsam die Automatisierung hier gemacht. Deutsch. Das ist nicht so einfach hier. Knoten in der Zunge. Das ist der Baby-Tentakel. Der wächst jetzt wieder. Meat depleted. In einer halben Stunde ist er wieder ausgewachsen und dann wird er wieder geerntet. Das macht alles dieser Harvester aus der S-Plus-Mod. Den habe ich jetzt aktiviert. Und da kommt tatsächlich Fischfleisch raus, was mega cool ist, weil das brauchen wir ja ganz dringend. Jede Menge davon. Fisch. Ich glaube, das ist alles Fisch, ne? Bam. Ich habe dem auch so ein Hatchet gegeben, aber ich glaube, das braucht er nicht. Wir könnten dem ein Metall-Hatchet geben. Dann würde der ein bisschen effizienter sammeln. Genau, bei mir ist das alles ein Stack. 2000. Also 2000 Fischfleisch pro Ernten. Das ist schon ziemlich gut. Das packen wir mal hier mit rein. Und wir können diese Trough auch umstellen. Das mache ich auch viel zu selten. Aber bei Fisch lohnt sich das eigentlich schon. Da könnte man jetzt alle Tiere auswählen, die ausschließlich Fisch essen. Ich weiß gar nicht, wer das alles ist. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, die Baryonyx essen nur Fisch. Ich glaube, die Otter essen nur Fisch. Da ist es super wichtig, weil die kleinen Tiere so schnell verhungern. Otter? Und ich bin mir nicht sicher, wer noch nur Fisch isst. Da gibt es bestimmt noch mehr Tiere. Das sind jetzt die, die mir gerade einfallen, die wir auf jeden Fall gezähmt haben auch. Und die auf jeden Fall Fisch brauchen. Baryonyx haben wir gar nicht, ne? Aber wir haben auf jeden Fall einen Otter. Der muss was essen. Und nicht Exclusion, sondern Inclusion. So. Exakt. So. Und jetzt sollte eigentlich... Mal gucken, ob ich das richtig eingestellt habe hier. Options. Inclusion. Exakt. Ich glaube, das müsste so funktionieren. Ich packe mal das Fischfleisch da rein und gucken wir, was passiert. Keiner isst was. Niemand hat Hunger. Okay. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, es funktioniert, ne? Weil der Otter ist scheinbar satt. Weil es hier auch Fisch gab, gibt es aber gar nicht. Gucken, wie der Otter aussieht. Wir gucken einfach bei Weasel. Wenn Weasel Hunger kriegt, dann funktioniert es nicht. Wenn Weasel satt ist, wieso hast du ein Greenhouse oder was? Wo hast du die denn aufgetrieben? Genau, wenn er satt ist, ist alles gut. Okay, da müssen wir drauf achten, weil die Otter verhungern ganz schnell. Da müsst ihr unglaublich aufpassen. Aber die sollten jetzt gut versorgt sein. Gut, so viel mal zu unserer Tentakelfarm. Und dann habe ich auch unseren Strider geholt. Und zwar den hier. Das ist, kennt ihr ihn? S4FP. Das ist der draußen aus dem All. Den habe ich jetzt einfach mal hierher geholt und habe weiter rum experimentiert, wie das mit diesen Storages ist. Und da habe ich so viele Tipps und Vorschläge und keine Ahnung was alles bekommen. Und es ist einfach, ich schaffe es einfach nicht, das gescheit zum Laufen zu bringen scheinbar. Jedenfalls funktioniert es bei mir nicht so wie bei einigen anderen scheinbar. Ich kann hier die Base Storages nicht auswählen. Also ich kann hier nur die beiden Storages auswählen, die hier auch draufstehen. Obwohl wir direkt neben der Base stehen. Also da oben, das sind ja nur 100 Meter ungefähr Luftlinie bis zu den Dedicated Storages. Die kann ich aber nicht auswählen. Also die Reichweite ist sehr gering. Das ist schon mal ganz interessant. Und das funktioniert jetzt aber zumindest mal. Ich glaube, das hat einen Server-Neustart gebraucht, um zu funktionieren. Wenn ich jetzt Stein auswähle, dann ist das auch hier drin gelandet. Das hat funktioniert. Ich kann aber einfach nichts in die Basis transferieren. Das heißt, wir müssen einfach da hochlaufen und auf Pull-Range gehen. Und die Pull-Range ist super gering. Ich bin da oben auf der Kante gestanden und dann konnte ich gerade eben von hier unten den Stein hochpullen ins Inventar. Das heißt, wir müssen da hochkommen. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Wir wissen, dass die gut klettern können. Und mit ein bisschen Glück kommen wir vielleicht hier hoch. Wir müssen es mal ausprobieren. Nee, keine Chance. Ich habe es nämlich noch nicht getestet. Das heißt, wir müssten eigentlich für unsere Strider eine Rampe bauen oder einen Teleporter, um die da hochzubekommen und ausladen zu können. Und ich denke, der Teleporter ist einfach die bessere Variante, ne? Der Weg hier hoch ist nämlich auch ziemlich beschwerlich. Das ist ein Riesenumweg. Können wir uns ganz kurz anschauen aus der Luft. Wir können ja zum Glück fliegen. Nicht so die Strider.
Ja, also wenn wir hier hoch wollen, ist es immer ein sehr umständlicher Weg. Wir müssen immer auf diese Seite hier. Aus der Schluchtseite da drüben können wir gar nicht, kommen wir gar nicht hoch in unsere Base. Und hier müssen wir dann irgendwie durch den Fluss durch zum Beispiel. Es gibt drüben, glaube ich, auch einen Aufgang. Aber hier gibt es auf jeden Fall eine, wo man zum Beispiel hier hochgeht. Und dann davor. Mal gucken, wo das überhaupt war. Bin ich schon länger nicht mehr hochgelaufen. Auf jeden Fall kommt man hier genau da. Also könnte hier aus dem See hier hochlaufen, da unten durch, da hoch, dann hier hoch zu der Base. Und das ist halt schon ein ziemlich langer Weg, vor allem mit so langsamen Tieren wie den Strider. Was macht der denn? Die wilden Strider kommen ja überall hoch, ne? Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Unsere Strider schaffen das nicht. Der klettert einfach an der Wand entlang. Unglaublich. Also da müssen wir uns was überlegen. Und ich glaube, wir holen uns dann einen Teleporter. Das ist zwar eine unglaublich teure Variante, aber eine gute Variante. Ne? Mit der S-Plus-Mod müsste das eigentlich gehen. So, ich lade mal fix aus, dass wir nochmal kurz mit unseren neuen Tieren ausreiten können. Damit wir die auch ein bisschen, dass die nicht nur rumstehen. Das ist ja auch langweilig, ne? So, da sind wir mit Mentees. Mentees hat ihre Spitzhacke equipped. Mentees hat jetzt eine Spitzhacke mit 160% Melee-Damage. Meine Spitzhacke ist eine Mastercraft mit 230, also nicht ganz fair, aber wir können trotzdem so ein bisschen vergleichen, ganz grob, was da aus den Vorkommen rauskommt. Ist natürlich auch immer Zufall, also wir müssten da eigentlich viel mehr testen, damit wir da irgendwie eine wirkliche Aussage treffen können. Aber ich habe jetzt zum Beispiel 106 Kristall daraus bekommen und wenn Mentees das macht, dann bekommt sie 119, obwohl sie eine deutlich schlechtere Pickaxe hat, ne? Von dem her würde ich doch sagen, ist es ziemlich eindeutig, dass die Mentees besser sammeln. Wie gesagt, kein wirklich guter Test, aber immerhin wissen wir, dass die nicht schlechter sammeln als wir. Davon können wir auf jeden Fall ausgehen. Ne? Und wenn ich ihr jetzt die bessere Pickaxe noch geben würde, dann würde sie da wieder ein bisschen mehr draus rausziehen. Okay, ich denke 3000 Hitpoints können wir erstmal so lassen. Wir können auch Melee-Damage leveln, dann wird sie natürlich auch wieder mehr Ressourcen rausholen. Oder wir leveln ein bisschen Gewicht, dann könnte sie die Ressourcen auch tragen, ne? Das sind halt immer so die Sachen. Ich glaube, wir gehen ein bisschen im Gewicht. So. Und dann können wir mit ihr auch noch so ein bisschen spielen gehen. Dazu würde ich dann entweder ein Schwert equippen oder wir machen das einfach so. Die sind auch so relativ stark eigentlich. Das sind halt noch so die klassischen Tiere, ne? Mentees haben jetzt... Die ist ein bisschen überladen. Mentees haben halt einfach nur... zwei Fähigkeiten, die können Tiere anspringen. Der ist schon angeschlagen. Nee, ist er nicht. Irgendwer war angeschlagen. Das Ego ist mir zu groß. Wir nehmen mal den Para. Wir können den anspringen. Wenn keine Steine im Weg sind. Oh, wir haben den Baum getroffen. Wir müssen ihn einmal anspringen. Testweise. Bam! 184 und nochmal irgendwas. Jawoll! Also die sind total cool. Aber die haben halt nur zwei Fähigkeiten, so wie das bei den alten Tieren mal üblich war. Okay, dann können wir jetzt wieder nach Hause gehen und... Ein Schaf. Moment. Oh, 108. Wir brauchen endlich Kuchen. Wir brauchen Kuchen für unsere Schafe. Total wichtig. Okay, wir nehmen noch die Wolle mit, dann packen wir Mentees ein und holen uns mal unseren Frosty raus, ne? Unsere Frosty. Frosty ist eine Dame. Und probieren die auch nochmal kurz aus. So im direkten Vergleich zu den Katzen. Ich finde das ganz spannend, weil ich wirklich irgendwo die Katzen als einen Ersatz für die Managamia sehe. Die sind halt doch sehr gut vergleichbar irgendwie. Mit dieser Sprungsache. Und die Managamia waren auch unglaublich beliebt am Anfang. Ne? Mit denen konnte man halt einfach richtig gut durch die Gegend springen. War richtig schnell unterwegs. Das Ganze war natürlich für PvP wieder zu stark. Dann mussten sie wieder genervt werden, ist ja klar. Fand ich dann sehr traurig. Wir haben sie dann eigentlich auch nicht mehr benutzt nach den Nerfs, weil sie einfach keinen Schaden mehr gemacht haben. Dieser Frost-Atem wurde ja auch noch genervt. Also die wurden ja vorne und hinten nur noch genervt die ganze Zeit. Was natürlich auch irgendwo Sinn gemacht hat. Die waren halt einfach viel zu stark. Aber inzwischen ist es vollkommen egal. Ne? Also es gibt so viele Tiere, die so overpowered sind. Nehmen wir mal die neuen Katzen als Beispiel, wie immer. Neben den Katzen gibt es eigentlich nichts anderes, was man noch braucht an Tieren, so in etwa.
Vielleicht ein Transporter oder so. Es gibt auf jeden Fall sehr wenig. Das sind einfach Allrounder, die so stark sind, dass sie alle anderen Tiere so ein bisschen nutzlos machen. Okay, ja, können wir den natürlich springen? Wir können in der Luft hin und her hüpfen, fliegen. Das ist ein bisschen komisch, weil das nicht irgendwie... Das kostet halt Stamina, ne? Also, das geht halt einfach nicht so lange. Das kann man zwar machen, aber Stamina ist dann aus. Das ist das, was die Tiere stark limitiert. Die brauchen einfach sehr viel Stamina und da sollte man dann auch so ein bisschen Stamina leveln. Habe ich auch schon gemacht. Ich glaube, sie hatte ungefähr 1000 Stamina, ein bisschen drüber. Ich habe das so ein bisschen hochgelevelt. In Health bin ich auch ein bisschen reingegangen. 5000 Hitpoints sind schon mal ganz nett und dann könnten wir jetzt zum Beispiel Melee Damage noch leveln, dass wir so ein bisschen Kampftier haben. Aber die machen, glaube ich, nicht super viel Schaden. Ein Schaf schon wieder. Wir nehmen wieder den Parasaurus. Oh, das ist ein R-Parasaurus, der ist super hübsch. Der hat so eine blaue Zebra-Zeichnung. Den können wir frosten. Wenn wir den frosten, dann ist er tot. Okay. Das hat wohl recht viel Schaden gemacht. Genau. Außerdem brauchen wir jetzt noch ein Testobjekt. Da ist ein Rhino. 48er. Irgendwas, was uns nicht auf die Nase haut. Weil so super stark sind die eigentlich nicht, die Managamia, ne? Schauen wir mal, was wir finden. Die sind halt immer noch relativ schnell. Da ist die Tür. Die geht direkt zu uns rein, aber die kriege ich nicht auf. Ich bin noch dran. Ich kümmere mich um die Türen. Die müssen irgendwann mal gewartet werden. Kommen wir hier hoch? Ja, da sind Schafe. Hier sind nur Schafe. Okay, wir nehmen jetzt Schafe als Testobjekt, aber das ist... Die haben zu wenige Hitpoints, das bringt nichts. Vielleicht schaffen wir auch irgendwas... Ah, den können wir nehmen, Parasaurus. Vielleicht schaffen wir auch so ein Schnabeltier oder so. Okay, wir haben den Sprung. Moment, den wollte ich jetzt nicht. Wir haben auch noch weitere Angriffe. Wir haben nämlich... Diesen Angriff, der macht 67 und der normale Angriff macht auch 67. Also ist egal, was wir nutzen. Jetzt machen wir irgendwie 100. Okay. Frosty! Frosty ihn! Er ist gefrostet. Okay. Also, der Frost-Debuff beziehungsweise der Frost-Angriff ist richtig, richtig krass. Also der ist immer noch ziemlich stark. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Und damit können wir auch Schnabeltiere zerlegen, ne? Der kommt nämlich jetzt nicht weg. Jetzt können wir den ein bisschen angreifen. Und wir haben, glaube ich, genug Zeit, ne? Jawohl. Super gut. Armor Marrying. Also die sind immer noch auf jeden Fall nützlich. Und so ein Stego schaffen wir auch ganz gut mit dem. Ich glaube, der Frost-Effekt macht mehr Schaden als die normalen Angriffe, ne? Aber es kostet halt auch viel Stamina. Wir müssen erst noch ein bisschen regen. Ja, also das sind die Managamia. Wenn man dann High-Level hat und den entsprechend auch auf Stamina skillt, kann man mit denen schon einiges reißen. Wenn die Tiere halt so groß werden, dass man sie nicht einfach mal so eben umfahren kann, dann wird es ein bisschen kritisch. Dann wehren sie sich, dann können sie wegfliegen und so. Aber wenn man die frosten kann und dann zerlegen, dann ist es natürlich super easy. Die sind schon cool, die Managamia. Die hatten wir viel zu wenig genutzt, viel zu wenig gezähmt. Wir hatten, glaube ich, nur 2-3 Stück, ne? Wir haben die, glaube ich, mal nachgezüchtet. Melee Damage. Gehen wir mal in Melee Damage. So. Und die machen immer diesen coolen Move. Die drehen sich immer einmal im Kreis, wenn man sie hochlevelt. Das ist auch super cool. Und die sehen einfach mega stylisch aus, ne? Genau, jetzt haut er mit den Flügel. Ich glaube, dass die beiden Angriffsvarianten genau gleich sind. Sie machen gleich viel Schaden. Die sehen auch gleich aus. Der hat da diese Biss-Variante, die Flügelschlag, den doppelten Flügelschlag. Macht alles gleich viel Damage. Sind einfach nur unterschiedliche. Sieht einfach nur unterschiedlich aus. Was haben wir denn getroffen? Irgendwas haben wir getroffen. Ah ja, den Galli haben wir getroffen. Total coole Viecher. Haben wir jetzt auch wieder? Super gut. Ja, aber wir haben jetzt auch die Katzen. Die sind halt mindestens genauso gut. Und sie halten ein bisschen was aus. Okay. Ja, wir haben wieder ordentlich Zuwachs. 3 neue Tiere nach Hause gebracht. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Es gibt immer noch super viel zu tun. Wir müssen dringend questen. Ne? Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir irgendwie ja noch ein paar Adventure hier starten können mit unserer Halen Aha. Und vielleicht auch erfolgreich abschließen können im Singleplayer. Uns fehlen noch viele, viele Quests. Ich habe mal geguckt. Hier sind die Quests, Mission List. Wir brauchen noch mindestens die Hälfte der Quest, dass wir überhaupt den Bossfight mal auf Gamma angehen können. Das heißt, wir müssen wieder los. Wir haben schon ein bisschen was ausprobiert. Zur AFDR haben wir ausprobiert, haben wir nicht geschafft. Ah, was war da noch?
Dann war noch Code Red haben wir ausprobiert. Genau, haben wir auch nicht geschafft. Da müssten wir dann nochmal rein mit Katniss und schauen, ob wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Da hatte ich auch wieder super viele Tipps von euch bekommen, was man da machen kann, um das im Singleplayer zu schaffen. Da gehört einfach auch viel Übung dazu. Da muss man viel testen, viel probieren, was man machen kann, wen man wo mit reinnehmen kann und so weiter und so fort. Bis man das dann irgendwann auch im Singleplayer, denke ich, schaffen kann. Und wir haben jetzt auch auf jeden Fall das Equipment, um das durchzustehen. Ne? Wir müssen uns dann noch eine gescheite Rüstung mitnehmen. Zum Beispiel Flak oder wir stellen uns ein Riot Gear her oder so. Als Ersatz zumindest. Das wäre bestimmt auch nicht verkehrt. Die Tech-Sachen kann man sowieso teilweise nicht nutzen in den Missionen. Da kann man teilweise nicht fliegen und so. Und da wäre das dann besser, wenn wir ein Riot Gear haben, was wieder ein bisschen mehr Rüstung hat, ne? Theoretisch. Mal gucken, wie wir das machen. Was meinst du, Katniss? Gehen wir ein bisschen questen? Ja? Hast du Lust? Er sieht unglaublich begeistert aus. Okay. Damit würde ich sagen, lass uns gut sein für diese Folge. Wir sind schon wieder ein bisschen unterwegs. Haben uns auch wieder so ein bisschen auf der Karte umgeguckt. Drüben im etwas feindlicheren Biom, diesem Rockwell-Biom. Ich denke, wir haben jetzt die meisten Regionen so ein bisschen gesehen und auch die meisten Tiere gesehen, die es hier gibt in Genesis 2. Es gibt zum Beispiel keine Rockdrakes, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass es in der Ecke vielleicht auch Rockdrakes gibt, aber da gab es dann tatsächlich nur die Managarmyr. Aber das ist ja an sich schon ziemlich cool, zumindest die gibt's. Für diese Folge verabschiede ich mich von euch, sagt Tschüss Frosty und Arnold und Mentis, die noch in der Tasche ist. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Ark Genesis. Macht's gut und bis dann.